So. Alles klar. So, genau das Lagerfeuer. Oh, da sind. Wait. Er hat mich gesehen. Dann mal los. Okay. Alles klar. Alles klar. What the fuck? What the fuck? Holy shit! Okay, es war aber ordentlich Schaden, den ich dem gedrückt habe. Alter Falter, was sind das denn für Viecher? Oh, der hat gesessen. Finde ich gut, dass ich hier Unterstützung bekomme. Ich bin absolut überwältigt. Gebe ich zu. Boah, die Dinger zu treffen ist aber auch wild. Alter. Die sind hart. Die sind nicht hart. Aber wenn ich auf dem Stein bin, dann können die nicht unter mir kommen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ganz kurz. Hilft Feuer bei denen? Welche Steinbrecher hier? Stärke ist Feuer. Okay, das ist natürlich blöd. Alles klar. Okay. Nice. Dankeschön. Ja. Oh. Okay.
Einer ist erledigt. Als ob jetzt diese Fliegeviecher kommen. Das kann nicht sein, oder? Okay, da mache ich ja nicht so viel Schaden. Schön, wie an die Brust rankommen. Alter. Auf dem Rücken ist es. Der letzte Hit hat nochmal gesessen. Nice. Das waren wichtige Treffer. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich noch diese Viecher da. Die nerven ein bisschen da. So, Alter, das war ja crazy. Was waren das für Viecher, bitteschön? Holy shit. Ich muss den Sturm überstehen. Krass. Insane, einfach nur insane. Da war ich jetzt gerade wirklich geflasht. Also. Ich finde generell so die Varianz an Maschinensorten, Maschinenarten vielleicht, ist echt cool. Und ich habe ja noch nicht alle entdeckt. Also die konnten mich gerade wirklich nochmal stark überraschen. Echt krass. Aber noch ein Fight gegen die muss nicht sein, tatsächlich. Oh, was ist das hier? Okay, nichts Spannendes. Hat einfach nur ein bisschen länger gebraucht. Okay. Ich habe jetzt natürlich keine Tränke mehr. Kann ich Tränke herstellen? Habe ich genug? Nee, habe ich nicht. Dazu fehlt mir fettes Fleisch. Na, ich sollte mehr jagen. Sind hier zufällig Heiltränke drin? Nee, ne? Mit Metallscherben und sowas. Ja. Ja. Gut. Sehr gut, hier ist nochmal direkt Heilung. Absolut episch. Okay, ich hatte kurz den Schock meines Lebens, dass da ein neues Viech erscheint. Mann, Mann, Mann. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja. So, war hier nicht irgendwo, okay, plötzlich ist es vorbei, der Sturm. Es ist wirklich ein schönes Spiel, muss man sagen. Ein richtig schönes Spiel. Diese Lichter, die Atmosphäre hier, wirklich schön. So, da muss ich jetzt aber mal, darauf wird erstmal gespeichert, richtig.
Nee, nee, ich will nicht gegen euch kämpfen. Nee, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Da hinten sind so Ruinen. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss links den Weg folgen. Ach, da hinten ist er, ich sehe ihn. Nein. Überraschung. Aua. War wohl keine Überraschung. Oh. Aua. Au. Schlecht aus, Hütten. Die machen ein bisschen mehr Schaden. So. Was ist das hier nochmal für ein Trampler? Mein erster Trampler, glaube ich. Den hatte ich ja vorher noch nicht erledigt. Oh, da war ein Trank dabei. Das ist gut. Okay, einen Trank habe ich jetzt. Naja. War hier nicht irgendwo? Da ist er. Das Signal muss ganz nah sein. Wieso höre ich gerade nichts? No. So. Ja, ich muss irgendwie zum Kopf gelangen. Da hinten sehe ich so eine... Oh, komme ich an das Gerät ran, damit ich die... Dieses Ding ist echt. Oh yes. Ja, das geht hier um Handumdrehen. Au. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, oder auch nicht. Jetzt sollte ich rennen. Also ich muss da irgendwie rauf, glaube ich, auf jeden Fall. Aua. Okay, ich manövriere mich hier in Sachen rein, dass ich sammle immer mehr Gegner hier. Ja, genau, das ist nämlich meine Taktik. Dass ich hier raufkletter und dass ich mit dem EMP von dem Langhals sie zerstöre. Oh. Okay, sehr gut. Okay.
Hat funktioniert. Perfekt. So, da einmal hier außen rum. So. Alle langen Hälse überbrückt. Sehr gut. Okay, hat nicht so funktioniert. Dann gehe ich mal hier schnell weg. So. Dann habe ich jetzt den Rest entdeckt. Sehr gut. Hier ist so ein See. Oh, hier ist so eine Arena. Auch schick. Alles klar. Aber dann weiß ich jetzt, dass das hier das DLC-Gebiet ist, weil ich habe gerade die Errungenschaft freigeschaltet, dass ich alle langen Hälse entdeckt habe. Aber hier ist ja noch einer. Also ist das hier auf jeden Fall das DLC-Gebiet. Okay. Top. Toppi die Top Top. So, dann kann es ja jetzt hier weitergehen. Jetzt muss ich da hinten hin. Ich könnte versuchen, hier so rechts entlang zu gehen. Oh. Und zwar möglichst so, dass mich keiner entdeckt. Leichter gesagt als getan, denn da ist so ein Viech. Einfach ein bisschen großzügig nach rechts gehen, dann sollte das passen. Ganz ruhig. Ja. Das hat auch gut funktioniert. Für unterwegs mit. So, ich brauche Fleisch für die Tränke. Und Waschbär. Ich darf nicht vergessen, Waschbär zu sammeln. Aber ich bin jetzt im Feuer lang weggelaufen. Dann gehe ich mal nach links, um zumindest das Feuer zu aktivieren. Noch weiter nach links. Noch weiter links. Ach, da. Ist das ein guter oder ist das ein böser? Wieso kann ich den nicht scannen? Wie nah muss ich ran? Ich glaube, das ist ein guter. Hallo. Ja. Gut. So, dann kannst du jetzt hier links weitergehen. Warte mal. Hier lang, ne? Ja. Genau. Das ist der richtige Weg. Gut. So, die umlaufe ich jetzt auch mal ein bisschen. Okay.
Interessante Soundkulisse. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mhm. Bin ich noch. Oh, ich bin komplett falsch. Ach nee, dann muss ich ja bei denen lang. Wie unangenehm. Kann ich hier lang? Kann ich die weglocken? Oh, ich kann die weglocken. Okay, das war praktisch. Sehr gut. Ja, da hatte ich jetzt nicht so große Lust, gegen die zu kämpfen. Ah, jetzt sehen die mich auch noch. So. Keine Munition, okay. Das ist ein Problem. Wobei, vielleicht doch nicht. Guter Fund. So. Wo bin ich jetzt hier? Ich muss nach links. Diesen Weg hier lang. Okay. Hier zwischendurch. Da ist noch ein Wildschwein, das bräuchte ich auf jeden Fall. Bleib stehen. Dann kann ich mir wieder mal ein paar Tränke machen. Naja, zumindest zwei. Besser als nix. Da rechts ist ein Lagerfeuer. Das nehme ich noch mit. Und dann bin ich ja sofort da. Hier ist auch noch ein Händler. Aber wo soll ich denn hier bitte schön das Netzwerk deaktivieren oder stören? Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Mhm. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Actually? Klettere den Hang rauf. Okay. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Mhm. Der redet auch nur mit mir, wenn er Bock hat, ne? Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel ist. Es ist dunkel. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch,
In der Tat war es so, dass ich der Eklipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Na gut. Aber würde mich auch mal interessieren, was er gemacht hat für die Eklipse. Mal sehen, was dahinter ist. Ich kann nichts sehen. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Alles klar. Die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Du Scheiße. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, die, oh, dann noch so ein Viech. Die alle einzeln nacheinander zu erledigen, ne? Als nächstes den da. Oh, dieser Mond. Okay. So. Oh Gott. Ich glaube, den mache ich nicht One-Hit, ne? Ne. Okay, aber den habe ich jetzt. Wo kommst du denn her? Frech. Als ob er überlebt hat. Okay. Gehen wir hier nach oben. Wie schnell der ist. Alter, ich treffe doch die Brust. Was? Was war das denn? Seit wann kann der das? Ja, der kann's schon länger. Ich hab's einfach nur vergessen, dass er sowas kann. Schade. Na gut, dann von vorne. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten. Als Reserve auf den. Wieso hat er mich jetzt direkt gesehen? Das ist doch Abfuck. Das ist der leichte Weg. Oh mein Gott. Auf den habe ich wirklich gar keinen Bock hier. Der muss so schnell es geht weg. Das
So. 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 So, mal schnell kurz einen Prozess gemacht. Immer schön leise. Ups. Ups. Komm, noch ein Treffer auf die Brust. Yes! Da war die große Explosion. Ne? So. Das brauche ich. Gut. Die sind erledigt. Mal gucken, was jetzt auf mich wartet hier. Moment, ist das hier richtig? Ne, ich muss. Ich muss dahin. Ja. Hier ist der richtige Weg. Klingt auf jeden Fall nicht sehr schön da. Auf der anderen Seite. Das wird zu schwer. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Ich will keinen stillen Schlag riskieren, weil den kann ich safe nicht töten dadurch. Oh shit. Du bist nah dran. Du musst nach oben. So. Aber da oben ist ja auch noch so ein Viech, ne? Da ist das Gras, okay. Dann muss ich warten, bis der da... Ich kann auch seine Spur markieren. Der geht wieder zurück. Okay, jetzt geht er zurück. Meine Chance, hier hinzugehen. Dann kann ich da hoch. Okay, gut. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, hier einmal... Schnell no. Handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Ja, einfacher gesagt als getan, ne? Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Mhm. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Okay. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Gut. Mit dem Langhals vor Ort. Kann die Beste durch ihn das verborgene
Scheiße, da ist ja noch einer. Sie ist hier. Ja, das war jetzt ganz schön dumm von mir. Die waren kein Problem. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? You don't say, Mister. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für ja doch. Ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Eben. Ich kann sie mir einfach nehmen. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Die muss ich mir natürlich ja einfach alle mal mitnehmen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Sein Gebieter spürte das. Er ist ein Verräter, aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, das lässt ihn konzentrierter sein als du. Ehre. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals. Meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königin und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Okay. Ich bin drüben. Es ist nicht mehr weit. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Was ist denn mit dem? Zerstöre das Modul und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das Genick von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Aber wieso nervt er die ganze Zeit? Bisschen penetrant. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Autsch. Oh oh. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Oh oh! Alright.
Okay. Oh Gott, jetzt muss ich rennen. Scheiße. Okay. Ich habe mir die Brücke gemerkt. Ah, Gott. Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Ach du Scheiße, what the fuck? Oh, soll das ein Witz sein? Ist natürlich geskriptet, dass die daneben schießen. Damit es hier voll krass ist, aber es ist ja trotzdem insane gerade. Okay. Aua. Aua. Oh Gott. Ich hab's fast geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, ich hab's bemerkt. Los, Beeilung! Aha. Noch mehr Eclipse. Tschüss, tschüss. Brücke in Sicht. Oh Gott. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wurde damals 100 Mal getroffen. Oh nein. Das war krass. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Das Eclipse-Netzwerk gecrashed. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auch ja. Nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Alles klar. Warte, genau. Wo ist denn Sonnenfall? Ach, das hier ist Sonnenfall. Okay. Gut zu wissen. Gut, dann ist ja das abgehakt. Ich würde jetzt einfach mal hier zur Meridian. Mal gucken, ob ich ein paar Sachen verkaufen kann. Ich habe noch ein paar Schatzkisten. Von denen ich nichts nehmen kann, okay. Dann halt nicht. Okay. Nein. Ich bin wach. So. Was kann ich denn hier verkaufen? Amulett. Da war noch was. Das hier. Und das. Gut, das... Ne, hier ist noch was. Nochmal ein Zahnstocher. Okay.
So. Gut, dann haben wir ja das geschafft. Quests, welche sind jetzt noch offen? Die ist noch offen. Altes Waffenlager? Wo ist das denn? Okay, wieso auch immer habe ich die noch offen? Also gehe ich da mal hin. Wann habe ich die denn eingesammelt? Keine Ahnung. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Was war das? Energiezelle. Okay, und der greift mich ja nicht an. So, das Fleisch nicht vergessen für die Tränke dann später. Warte mal. Ah, muss ich hier runter vielleicht? Was wohl da unten ist? Ja, das werde ich jetzt erfahren. Beams. Ah, ich musste sogar hier nach unten. Okay. Hier ist sogar noch direkt so eine Blume. Sehr gut. Bunker entdeckt. Es ist eine Ruine. Ja, auch interessant. Okay. Rotes Licht. Ich habe ein holographisches Interface. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18, 21 Uhr wahrscheinlich, ne? Kann ich denen hier steuern? In den Geräten sind keine Energiezellen. Ach so, deswegen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Hm. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. So. Ich habe keine Energiezelle mehr. Das ist natürlich doof. Kann ich hier rein? Ist natürlich jetzt blöd, dass ich keine Energiezelle habe. Also komme ich hier tatsächlich auch gar nicht weiter. Na gut. Dann muss ich mir das merken, dass ich hier dann noch eine Energiezelle brauche. Na gut. Komme ich hier wieder raus? Ja. Wo kriege ich die Energiezelle her? Das ist doch jetzt die Frage.
Habe ich die im Inventar? Rohstoffe. Achso, jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe die ja gerade abgegeben. Muss ich mir merken. Ich habe hier noch einen dritten Fähigkeitspunkt. Da kann ich das hier mit den Pfeilen machen. Wie war das? Zielen? Nee, das geht nicht. Ach, so geht das. Verstehe. Cool. Verbrauche ich zwar auch mehr Pfeile, aber vielleicht ist das ganz nützlich. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Okay. So.